Wir begrüßen euch herzlich zu dieser Begegnung mit uns, zu diesem Zusammenkommen, zu diesem Treffen, zu diesem Sehen, was ist, zu diesem Fühlen, was ist und zu diesem sich hingeben an den aktuellen Moment. Nichts erfüllt euch stärker als das sich ganz einlassen auf den jetzigen Moment. Nichts bringt mehr Licht in euer Leben und Leichtigkeit als das sich ganz hingeben an das, was jetzt ist. Und das Loslassen und das Einlassen ist es, worum es eigentlich im Leben eines jeden Menschen geht. Das Loslassen von Ideen und Konzepten, von Vorstellungen, von Plänen und Strategien und das Einlassen auf das, was wirklich jetzt ist, was wirklich jetzt sein will und was wirklich jetzt durch euch gelebt werden möchte, ausgedrückt werden möchte, losgelassen und erlebt werden möchte. Ihr seid ein Wesen aus seelischen und menschlichen Anteilen. Ihr habt die menschlichen Begrenzungen eines Körpers, eines Ich, eines Geist-Psyche-Systems und ihr habt die seelischen Anteile vom Geführtwerden, vom Angebundensein, von einer sinnstiftenden Einheit, die mit euch in Verbindung ist und die groben und wichtigen Punkte in eurem Leben plant, leitet und führt. Und nur in dieser Verbindung zwischen diesen beiden Elementen entsteht der große Reichtum, den ihr einfach nur Leben nennt, aber der ein Ausdruck ist von einer Fülle und Vielfalt, wie wir sie für euch nicht in Worte fassen können, weil sie jenseits aller Worte sich ausdrückt. Diese Verbindung zwischen dem Individuum, der Persönlichkeit und dem Menschsein und diesen grenzenlosen seelischen Anteilen, zu denen auch wir gehören und aus denen wir heute zu euch sprechen, ist das, was das Menschsein so wertvoll und grenzenlos erfüllend macht. Und wenn wir euch sehen in eurem Alltag, in eurem Leben, so sehen wir, dass euch diese Dimension und diese Fülle und dieses Bewusstsein von der Tiefe, die ein jeder Mensch hat, immer wieder auch einmal abhanden kommt. Und natürlich ist dies dann eine Zeit, in der es schwierig ist, in der das Leben für euch eventuell mühsam ist oder in der die Dinge nicht so rund laufen. Aber auch dies gehört zum Menschsein dazu. Auch dies gehört zum Einlassen dazu, das Fehler machen, das sich weiterschleppen, das Loslassen von Begrenzungen. Und das sich einlassen auf das, was dann in dem Moment einfach ist und sein möchte. Aber auch immer wieder dieses sich erweitern, das seelische Wachstum, dieses sich wieder erinnern oder wieder anbinden und wieder loslassen von dem, was euch begrenzt hat und gewesen ist. Und das sich öffnen auf das Neue, auf das, was kommen möchte, was in euch schon längst lebendig ist, aber durch euch erblühen und geboren werden möchte, nicht nur in eurem Wesen, nicht nur in eurem Wesenskern, sondern auch in eurem Leben, in dem Leben von euch und euren Mitmenschen. Denn ihr seid alle miteinander verbunden, nicht nur durch die seelischen Anteile, sondern auch durch die menschlichen Bedürfnisse eines jeden Individuums. Das sich ganz einlassen auf den jetzigen Moment hat also alles, was ihr braucht und was das Leben rund und erfüllend und sinnhaft macht. Und dazu gehören eben auch Phasen von großer Trauer, großer Wut, großer Anstrengung, großer Schwere, die eben in diese Fülle auch gehören und gehören wollen. Denn einerseits dient das Leben ja dazu, zu wachsen. Und die seelischen Erweiterungen oder das seelische Wachstum durch euch durchfließen zu lassen und euch in dem Meer, was ihr seid, zu erfahren, in dem Meersein.
Und andererseits ist eben dann auch immer wieder das Durchatmen, das sich geöffnet haben, das Zelebrieren des Momentes und dessen, was ihr im Innersten seid, die andere Seite der Medaille. Und in dieser Fülle, in diesem, dass alles da sein darf und dass nichts abgewertet wird oder bewertet wird oder von euch ausgeklammert oder abgelehnt, weil es unangenehm und schwierig ist. In dieser großen Fülle, wenn es euch gelingt, das Leben in dieser Fülle zu umarmen und Ja zu sagen zu dem, was da durch euch durchströmen möchte, die Lebendigkeit einzuladen und loszulassen von Konzepten, wie das Leben sein müsste, damit ihr glücklich seid, wie das Leben sein müsste, damit ihr ankommen könnt, wie das Leben sein müsste, dass ihr ganz hier sein könnt, dass ihr ganz ihr sein könnt, dass es sinnhaftig ist. Wenn ihr all dies loslassen könnt, dann deckt ihr unter dieser Ebene andere Schichten von tiefergehender Sinnhaftigkeit und tiefergehender Erfüllung und Zufriedenheit, die wir mit Worten eben gar nicht ausdrücken können, die aber jederzeit euch zur Verfügung stehen und jederzeit mit euch in Verbindung stehen. Ihr könnt euch, wenn es euch dann in dem Moment gelingt, daran andocken. Und wenn es euch nicht gelingt, seid ihr dennoch damit verbunden. Nur fühlt ihr es dann gerade nicht, spürt es gerade nicht, seid woanders in einem anderen Zustand oder in einer anderen Art der Verbindung mit dem großen Ganzen. Je mehr ihr also auch das annehmen könnt und loslassen könnt von dem idealen Moment, der optimalerweise in eurer Vorstellung ewig andauert und von dieser Idealvorstellung abweichen könnt und euch traut, eben auch einmal in übertriebene Ekstase oder in übertriebene Traurigkeit oder Schwere hineingehen zu dürfen, dann ist es das, was das Leben eben rund und vielfältig macht. Wir sprechen hier nicht von den Dramen, die ihr gerne obendrauf noch produziert auf das Erleben, was durch euch durchströmen möchte. Dramen von extra übertriebener Schwere oder extra übertriebener Leichtigkeit und Ekstase. Denn aus einem Wunsch, die Dinge kontrollieren zu können und die Dinge, die durch euch durchströmen wollen, selber in die Hand nehmen zu können und beeinflussen zu können, kreiert ihr manchmal übertriebenes Leid, übertriebenes Auspendeln aus dieser mittleren Position heraus, die euch als Wesen, als menschliches Wesen ausmacht, aber die ihr auch immer wieder in Ausschlägen nach rechts und links, nach hell und dunkel oder nach schwer und leicht machen müsst. Nur diese übertriebenen dramatischen Ergänzungen dienen euch nicht so wirklich. Auch dies ist kein Thema. Wir verurteilen dies überhaupt nicht. Wenn euch dies hilft und dient und euch beruhigt, ist auch dies alles in Ordnung. Aber je genauer ihr hinschaut und je genauer ihr in euer Leben schaut und je ehrlicher mit ihr euch seid, und je ehrlicher ihr mit euch selbst seid, desto mehr erkennt ihr tatsächlich, dass das sich ganz einlassen tatsächlich auch das so lassen bedeutet. Das so lassen, wie es ist. Und das Loslassen von jeglichen Vorstellungen und Kontrollstrukturen. Dass ihr einfach sagen könnt, ja, das Leben ist nicht manchmal so, wie ich es mir vorstelle, aber meine Seele und die mit mir verbundenen seelischen Energien und Entitäten sorgen zu jedem Zeitpunkt dazu und dafür, dass die Sinnhaftigkeit in meinem Leben erhalten ist und gewährleistet wird. Jede Sekunde in eurem Leben ist sinnhaft und wertvoll und keine Sekunde ist je vergeudet, auch wenn es euch in Momenten großer Trauer oder Depression oder Schwere manchmal so vorkommen mag. Aber wie wir schon sagten, auch dies gehört zu einem bunten und erfüllten Leben dazu. Die Phasen der Irritation, der Verwirrung, der Dunkelheit und Trauer.
Und je mehr ihr diese einfach durch euch durchströmen lassen und so sein könnt lassen, wie sie sind und wie sie sich in eurem Jetzt ausdrücken mögen, desto entspannter könnt ihr damit sein, dass sich alles wieder reguliert und in eure Mitte zurückfließen wird. Und desto weniger müsst ihr eingreifen in Prozesse, auf die ihr sowieso viel weniger Einfluss habt, als ihr denkt, die zum großen Teil als Heilprozesse durch euch durchlaufen und in einer gewissen Automatik in eurem Wesen ablaufen, weil dort Erinnerungen aus früheren Leben oder aus der Kindheit sich wieder abspielen und wieder erlebt werden wollen, um zu einer Klarheit und Bewusstwerdung und zu einer Annahme und Akzeptanz zu kommen, die ihnen es dann ermöglicht, losgelassen zu werden und transformiert zu werden. Unser heutiges Thema ist das Loslassen und wir sind sehr gespannt, wie wir in diesem Abend und in den Fragen, die uns heute präsentiert werden, immer wieder das Loslassen werden erkennen und begegnen werden können, wie es sich in verschiedenen Variationen des Loslassens und Aufgehens und Abgebens darstellt und zeigt. Wir freuen uns, dass ihr heute alle hier seid und mit uns diesen Raum teilt, und wir sind bereit für die erste Frage.